Als nächstes möchte ich mich ein wenig um den Vordergrund hier kümmern, da der doch sehr leer ist. Und wir kommen somit zur nächsten Methode in Photoshop, ein Bild zu verändern, indem wir etwas komplett Neues kreieren. Wir haben das hier bei dem Rollo schon so ein wenig gemacht, indem wir eine Auswahl benutzt haben und die auf ein vorhandenes Element angewendet haben und damit eigentlich ein neues Element, nämlich so eine Verschattung aus einem ursprünglichen Element, nämlich der Wand, gebaut haben. In dem Fall bauen wir auf eine komplett leere Fläche etwas Neues. Das soll so ein Bereich mit Wiese werden. Und dafür habe ich eigentlich nichts anderes gemacht, als wie bei allen anderen, als bei allen anderen Bildern auch, mir Wiese aus dem Internet rausgesucht, die perspektivisch verzerrt und hier unten hingelegt. Wichtig ist dabei, dass man darauf achtet, dass die Skalierung der Wiese passend ist, bedeutet, im Vordergrund sollte es nicht zu groß skaliert sein und im Hintergrund nicht zu platt, also zu klein. Im nächsten Schritt wollen wir uns einen Bordstein drumherum basteln, kreieren also einen neuen Layer, benennen den auch direkt und fangen an mit dem Polygonlasso auf diesem Layer entlang der Kante, zumindest ungefähr. Einen Bordstein zu zeichnen. Am einfachsten ist das, wenn man erstmal eine grobe Fläche auswählt und dann mit Hilfe der Alt-Taste von dieser Fläche Flächen abzieht. Das ist vielleicht ein bisschen breit. Fangen wir mal ein bisschen kleiner an. Hoppla. So. Ich ziehe das jetzt ab. Dann ziehe ich von dem Ganzen im oberen Bereich noch etwas ab. So. Und das gleiche tue ich auf der linken Seite auch. Dadurch, dass man die Auswahl so lang zieht, bekommt man ein ganz gutes Gefühl dafür, ob die parallel sind. Wie man sieht, habe ich es nicht hinbekommen. So, naja, reicht einigermaßen. Jetzt färben wir diese Auswahl schwarz. Das machen wir einfach wieder mit Shift und Backspace. Und was wir jetzt geschafft haben, ist so einen Bordstein da drumherum zu basteln. Der soll natürlich im Endeffekt nicht schwarz werden. Können wir wieder ein Color Overlay drüberlegen. Oder auch ein Muster, eine Musterüberlagerung, wobei man da Muster hier reingeladen haben sollte, da die Standardmuster nicht wirklich nutzbar sind. Ich lege das Ganze mal ein bisschen auf Grau. So in etwa. Ein bisschen heller. So. Das Ganze noch ganz leicht transparent, aber nicht so wirklich. Super, jetzt haben wir da einen Bordstein drumherum gelegt. Als nächstes möchte ich die Farbe des Grases ein wenig anpassen, bevor ich da weiterarbeite. Das mache ich wieder über eine Bildkorrektur, in dem Fall wieder die Sättigung. Und möchte einfach die Sättigung des Ganzen ein bisschen rausnehmen, damit das ein bisschen, hoppala, ein bisschen passender zu dem Bild ist. So in etwa. Ich könnte bei dem Ganzen auch nochmal ein bisschen mehr Kontrast reinbringen. So. Jetzt haben wir eigentlich schon mal Gras gebaut und haben irgendwie auch so einen Bordstein drumherum gebaut. Das, was jetzt noch so ein bisschen fehlt, ist die Rasenkante. Wir haben also hier keine Grashalme, die über diese graue Kante da hinwegstehen. Um das zu erreichen, benutzen wir den Stempel, Stempelwerkzeug und suchen unter Pinsel den Pinsel der Grashalme raus. Wie groß das sein muss, müssen wir gleich ein bisschen ausprobieren.
Wir gehen zurück auf die Ebene, hoppla, auf die Grasebene und fangen an, auf dieser Grasebene zu stempeln. Jedes Mal, bevor man stempelt, sollte man sich die ursprüngliche Ebene, von der man stempeln möchte, kopieren. Hoppla, in dem Fall dann drunter kopieren. Damit, falls man sich verstempelt, man sich selber das Bild nicht zerstört. Ich gehe also hier auf meine Grasebene, schalte die kopierte Ebene mal aus, damit ich die als Backup hinten noch habe. Und fange an, hier drauf zu stempeln. Um einen Farbbereich aufzunehmen, halte ich die Alt-Taste gedrückt, muss auf der richtigen Ebene sein und kann jetzt mit dem Stempel, verändert sich das Symbol, kann ich diesen Rasen aufnehmen. Habe ich ihn aufgenommen, kann ich anfangen zu stempeln. In dem Fall sieht man relativ wenig, wenn man nah ranzoomt, sieht man so ein bisschen was. Das liegt natürlich auch daran, dass dieser Bereich hier darunter liegen sollte. Sonst kann man schwer drüber stempeln. So, man sieht, das sieht schon ganz gut aus, ist allerdings ein bisschen groß. Deswegen machen wir das Ganze mal ein bisschen kleiner und fangen jetzt mal an, hier an der Kante zu stempeln. Das ist ganz schlecht gemähtes Gras, wie man sieht. So. Das Ganze sieht irgendwie etwas unordentlich aus. Wenn man das mit etwas mehr Liebe machen würde, würde das Ganze vielleicht so aussehen. Jetzt möchte ich dieses Element hier vorne nochmal nach hinten kopieren. Das geht relativ einfach. Ich kopiere mir den ganzen Bereich einfach nach hinten. Setze hier vorne noch eine graue Kante davor und schon habe ich im hinteren Bereich auch so ein Rasenelement.